Und das ist auf jeden Fall ein enormer Fortschritt gegenüber, unsere Korrespondenz einfach in meiner Schreibtischschublade aufzubewahren. Ja, das Schloss habe ich mir natürlich auch angeguckt. Das war wirklich einfach. Also wer einen einfachen Haken oder so etwas hat, der kommt da auch rein. Und ich habe mich einfach zu sehr auf, die Dukatengarde am Eingang verlassen. Oder, um ehrlich zu sein, ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet. Ich habe mich sicher gefühlt auf unserem Schiff. Ja, also ich selbst fühle mich sicher. Ich habe jetzt auch keine wichtigen Dokumente, aber für euch ist das natürlich was anderes. Da kann ich das schon verstehen, wenn das sicher weggeschlossen werden muss. Also ich fühle mich auch sicher, vor allem hier. Ja, das ist doch schön. Ja, das finde ich auch. Ja, ich lächle sie zurück an. Und würde dann zu Zulamin gucken, dann zur Truhe, dann wieder zu Zulamin und mich dann so langsam umdrehen in Angroschminias Richtung. Zulamin lächelt. Und wer hilft mir jetzt, die Kiste nach oben zu tragen? Und hält Ich kann das machen. Ja, kommen zwei, drei Schiffszimmermänner an, die dann schon so ein bisschen nach Rost und nach Schmiedefeuer stinken. Große, schwiegige Finger, aber nehmen sie dann zu zweit die Truhe, die tatsächlich ziemlich schwer auch in ihren Händen aussieht, und dann heben sie es an und folgen dir. Herzlichen Dank, die Herren. Und dann gehe ich mit denen nach oben und möchte mich auf dem Weg noch ein bisschen erkundigen, wie es denen da unten so geht, ob die glücklich mit ihrem Job sind. Ja, also so typisches Schiffshandwerk, ne, sag ich mal. Wir haben jetzt ganz nettes Holz und schon spannend, so mit zwei Geweihten zu arbeiten. Und aber der Lachalkasch, der schnarcht immer so laut, das klingt immer wie Sägen und ja. Habt ihr etwas von dieser sogenannten Alrik-Verschwörung mitbekommen da unten? Ach, mit den Matrosen. Das haben wir auch mitbekommen. Kindischer Kram. Ja, das dachte ich mir auch. Die Schreie haben wir auch gehört. Die gehörten wohl, die waren ja direkt unter uns, ne? Da hat schon der ein oder andere das Gruseln bekommen. Hab schon gehört, wie die ersten Piraten wohl von Bord runtergehen wollen. Ja, dass das so eskalieren musste. Aber ich bin froh, dass ihr nicht in diese Sache verwickelt seid. Ne, ja, warum? Wir haben damit ja nichts zu tun. Man lässt uns ja in Ruhe, aber also wir können nicht gut segeln, aber wenn die jetzt wirklich von Bord runtergehen, dann haben wir ein Problem. Weil dann kriegen wir die Segel nicht beschirkt. Ja, ich fürchte auch. Hier, bitte, ich halte euch die Tür auf. Da in die Ecke, bitte. Man quietscht aber schon ein bisschen, die müssen wir auch nochmal ölen. Das machen wir gleich noch. Ich habe was in meiner Tasche. So, wo abstellen? Wunderbar. Hier drüben, alles gleich, ich sehe schon. Ja, und dann stellen sie die Truhe so hin, wie du sie gerne positioniert haben möchtest. Und einer von den beiden holt dann noch ein kleines Fläschchen aus seiner Jackentasche und tröpfelt ein bisschen Öl in die Scharniere. Gut. Zulamin verabschiedet die beiden, dankt ihnen und bewundert ihre schöne neue Truhe mit dem sehr auffälligen, rosenumrankten Schloss auf der Vorderseite und testet dann einmal den Schlüssel, den sie nicht in dieses Schloss steckt, sondern auf ein verborgenes Schloss auf der Rückseite. Ja, er funktioniert. Ohne ein Klicken öffnet sich das Innere und du kannst die Truhe aufmachen. Dann wandert da erstmal mein neues Buch rein und die Tagebücher von den letzten Tagen. Okay. Ja, ich würde den Abend mit Angroschminia verbringen. Ich würde natürlich über das sprechen mit ihr, was mich so bewegt, was sich so in den letzten Tagen ereignet hat. Ich habe ja keine Geheimnisse vor ihr. Und ich würde auch ihr gegenüber meine Impressionen vom Friedhof der Seeschlangen äußern und das halt erzählen, was wir in dem Unitatio gesehen haben. Und also kurzum, ich spreche mit ihr über das, was mich bewegt. Also, wenn Abel mir jetzt wirklich noch eine andere Pforte aufstoßen will, ich halte das nicht für klug. Ich auch nicht, da bin ich voll bei dir. Vor allem, das ist massiv gefährlich und wir haben keinerlei Ansatzpunkt überhaupt zu sagen, dass dann die andere Pforte zuklappt. Nein, 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 ich bin dagegen. Ich habe deswegen auch die ganze Zeit Bauchschmerzen, aber naja. Vor allem kann man so eine Entscheidung auch nicht alleine treffen. Also nur weil wir jetzt ein Schiff sind und einen Kapitän haben, kann er nicht als Kapitän über das Schicksal von Aventurien bestimmen. Das ist jetzt ja auch völliger Unfug. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und nun ja,
Wir haben ja auch gesehen, welche Pforten dort zur Auswahl standen. Da gruselt es mir direkt. Oh. Nun, da will man gar nicht drüber nachdenken. Ja, ich wollte gerade sagen. Und da gibt es ja auch keine richtige Wahl, also... Nein. Alle 6 Unelemente. Ja. Furchtbar, furchtbar. Ich war schockiert, als ich das gesehen habe. Kann man denn, wenn die Pforten geschlossen sind, kann man sie dann vernichten, oder? Nun, ich denke gewissermaßen, ja. Das müsste gehen. Weil nur weil die Pforte geschlossen ist, heißt das ja nicht, dass sie vernichtet ist. Sie ist ja immer noch da, ne? Sie, also, ja. Ich bin keine Magierin und... Nun, aber es ist doch so, alles, egal wie magisch es ist, und es ist ja magisch und nicht sakral, kann durch sakrale Reinigung vernichtet werden, nicht wahr? Tja, nun, eigentlich sollte man meinen, dass Angros stärker ist als die Erzdämonier. Na, richtig. Das bedeutet einfach, natürlich wäre es ideal, wenn wir diese Pforte nehmen könnten und in den Schlund hineinwerfen. Dann wäre sie fort. Dann könnte niemand mehr dran, aber das geht nicht so einfach. Aber vielleicht kann man eine andere Möglichkeit finden, sodass diese Pforten entweder gänzlich kollabieren oder nie mehr erreicht werden. Ja, wenn der Magier nicht zum Berg kommen kann, dann muss der Berg einfach zum Magier kommen. Das ist richtig, nur reicht meine Kraft nicht aus, um einen Berg zu rufen oder gar einen Vulkan. Nein, das kann ich nun wirklich nicht. Sie reibt sich über ihr Kinn. Aber genug von mir. Wie waren denn deine Tage so? Erzähl. Ja, ich habe auf alle Fälle an der Truhe gesessen. Und dann erzählt sie dir so ein bisschen was aus der Werkstatt, ein bisschen was von den Diskussionen, die man jetzt mitbekommen hat, oder die Schreier, die man natürlich dann von unterhalb des Decks gehört hat, dass das natürlich auch überhaupt nicht gut aufgenommen worden ist und dass der Wandel an Bord des Schiffes auch auf alle Fälle zu spüren ist. Mhm. Alles klar. Ja, super. Dann unterhalte ich mich noch ein bisschen mit ihr. Ich erzähle ihr, dass ich beim Bearbeiten von dem einen Feuerstein da auf ein Problem gestoßen bin und nicht genau wusste, wie ich das machen sollte. Und am Ende habe ich es mit einer ganz kleinen Feile gemacht und ja, so ein bisschen Werkstattgespräche. Ja, ausgezeichnet. Sie ist sehr stolz auf deine Fortschritte. Ja. Schön. Ja, du kannst dann irgendwann wieder zurück in deine Kajüte gehen. Serpentilio wird selbstverständlich noch einmal Besuch bekommen von Signore Ortomol, der sich sehr darüber beklagt, dass der Lohn von Boltox einbehalten worden ist, aber... Wir bringen eine halbe Stunde, damit ihn zu beschwichtigen. Ja, er wird auf alle Fälle wieder dich an deine Pflichten und an deine Schulden erinnern und er ist selbstverständlich auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Prinz von Scheurina aktuell hier ist, droht dir damit auch noch ein bisschen und... Ja, wird dann wieder zurück in sein eigenes Zimmer gehen und dich dann dort in Ruhe lassen. Gut, dann mache ich mich an die Arbeit. Zunächst möchte meinen Finger heilen. Ich mache einen 7er Balsam, um die Wunde loszuwerden. Ich möchte einmal Kosten sparen, möchte mehr Zeit lassen, ist dann insgesamt noch eine Erleichterung. Sollte kein Problem sein, gucken wir uns das an. Plop, plop, kosmische Kraft, Fokus 5 ASP, fertig sind wir. So, und zwar, ich würde die Nacht über gern an Beschwörungskerzen oder Entschwörungskerzen und Entschwörungskarte sitzen. Ich habe nachgesehen, die Zutaten kosten Silbertaler pro Anwendung. Die sind einfach und wir haben Boni wie sonst nichts. Und die halten beide mehrere Dutzend Anwendungen. Kann ich einfach jetzt zweimal 3 W20 würfen? Wir gucken, glaube ich, Patz und ansonsten tun wir sowas. Ja, ist nicht. Okay, machen wir so. Okay, weil... Dann bist du also in deiner Alchemiewerkstatt, ja? Genau. Gut. Ja, dann Rafim kann sein Training selbstverständlich verschwitzt mit dem Major Theomor 3 Sperger abschließen. Möchtest du danach irgendwas tun, Rafim? Ich möchte mir tatsächlich einmal unseren, ich nenne ihn mal den Gefangenen anschauen, am besten ohne, dass er das mitbekommt. Also ich möchte mal einen kurzen Blick durch die Tür werfen und dem seinen Zustand einschätzen. Ja, wenn du über das Batteriedeck eintrittst, kannst du sehen, wie die Dukatengardisten wieder ins stramme Haltung gehen und dir die Tür öffnen. Du kannst sehen, wie wohl Dragan eben wohl auch davor Wache hält. Die anderen beiden Dukatengardisten sind wohl leider auch wieder draußen, sodass er dann alleine da sitzt. Und wenn du dann durch das Gitter hindurch guckst, kannst du sehen, wie Ismaban dort angekettet sitzt. Seine Hände sind an die Wand gebunden. Er selbst auch mit seinem gesamten Körper, sodass er dann eben nicht entfernen kann. Und sein Kopf hängt runter. Du siehst, wie ein Speichelfaden aus seinem Mund tropft. Gibt keine Regung von sich. Kann ich mit meinen Kenntnissen über
das Verhör seinen Zustand besser einschätzen? Heilkunde Seele. Scheiße. Ich hätte maximal überzeugen Verhör, Spezialisierung. Abgeleitet. Also wenn du mir eine plus 10 Ableitung gibst, dann ist das okay, ja. Ja, komm. Ich habe Heilkunde Seele nicht. Punkt, ja, schade. Nee, reicht nicht. Also du hast solche Menschen schon gesehen im Verhör, aber also in den härtesten Alanfanern, ja, in den Gefängnissen, da wird so mit denen umgegangen. Vor allem der magische Bruch funktioniert so. Du weißt nicht, ob man den wieder hinbekommt. Naja, nee, dann würde ich mich im gleichen Schritt umdrehen, Dragan anschauen, hört dich unter der Mannschaft um. Ich will hören, wenn das Piratenpack aufmarschiert. Werde ich so machen. Ich glaube nicht, ja, dass sie jetzt aufbegehren. Zumindest, ich habe zwar mitbekommen, dass sie wohl diskutieren, dass sie das Schiff verlassen. Aber aufbegehren werden sie nicht. Ja, wenn nötig, schmier einige, dass sie die anderen überzeugen. Mit diesen Worten würde ich ihm 5 Dukaten in die Hand drücken. Jo, der nickt dir zu. Gute Idee. Ja, ich kann jetzt sie noch nicht verlieren. Ja, er nimmt so eine kleine Handaxt von seinem Gürtel und beginnt erstmal die Dukaten in kleines Hacksilber, ist es ja nicht, aber in Hackgold zu verwandeln, sodass er die dann erst einmal nach und nach viertelt. Ja, wunderbar. Mit diesen Worten würde ich mich nach unten begeben und tatsächlich erstmal ein bisschen Zeit mit den Trollzackern verbringen. Auch da möchte ich einmal einschätzen, wie sind die denn drauf? Ja, die Stimmung bei den Trollzackern ist unten, jetzt wo die weniger sind, aktuell noch gut. Die haben zwar nicht so viel zu tun, sind aber auch nicht mehr so viele, dass man sich hier gegenseitig auf den Geist geht. Es ist sehr leer hier unten geworden und auch das Foltern oder das Selbstverstümmeln haben sie zurzeit eingestellt. Sie warten eigentlich nur auf diese Ruhe vor dem Sturm. Ja, sehr gut. Dann würde ich tatsächlich hier mal ein bisschen die Sachen zusammenräumen, weil das ganze Deck vermutlich aussieht wie ein Schlachtfeld. Ja, das auf alle Fälle. Also hier hat seitdem noch nicht viel aufgeräumt. Du kannst noch erkennen, wie da wohl das Kampfareal für die Hühnchen, da sind doch abgesteckte Fähnchen drin. Aber ja, es hat sich hier viel verändert, jetzt wo die ganzen Trollzacker nach und nach weggestorben sind. Und es ist ja sehr leer geworden. Ja, ich würde meine sehr begrenzten Kenntnisse des Saubermachens einsetzen und alles mit meinem Fuß bzw. meinen Arm zusammenschieben. Selbstverständlich, mit dem großen Stiefel wird das alles irgendwie in eine Ecke geschoben und eine Decke oder eine Plane oder sowas drüber gezogen. Ja, das ist mein Ziel. Okay, will Diamantis noch irgendwas machen? Ich würde auf jeden Fall einmal Nebelklang aufsuchen. Also da mich am Deck umschauen, wo ich den irgendwo finden kann. Und dann mit dem Rücken mit den Händen hinter dem Rücken verschränkt auf ihn zutreten. Nebelklang? Ah, der erste Offizier. Herr Oberstleutnant. Jetzt knapp, etwas mehr als eine Woche das Kommando bereits über die Geschützmannschaft inne. Wie genau berichtet? Wie genau verläuft es sich bisher? Ich habe gesehen, Wir machen Trockenübungen. Wir können ja das gute Schießpulver nicht benutzen. Ich habe, wie gesagt, diskutiert und die Mannschaft sagt auch, dass Armbrüste zurzeit zumindest in Kuntium wenig Sinn machen. Sollte man im Horasreich anlegen, kann man selbstverständlich Ballastrina-Schützen oder Armbrustschützen anwerben. Aber sie sagen auch unter Deck, dass man in Kuntium anlanden, dass Bogenschützen wahrlich die bessere Wahl sind. Über die Rekrutierung neuer Soldaten müsst ihr euch keinen Kopf machen, Nibbelklang. Nun, aber wenn ich der Geschützmeister bin, dann würde ich auch die Schützen übernehmen. Also Bogenschützen. Und diese Zuordnung fällt dem Kapitän zu. Ob wir das am Ende so machen werden, sei noch in den Raum gestellt. Aber erst einmal möchte ich, dass ihr dafür sorgt, dass die Geschützmannschaft auf bestem Niveau ist. Bringt ihm alles bei, was ihr könnt. Und ich hoffe, dass ihr beide Halbbanner gut untereinander vereinen könnt. Habt ihr schon mit
Rappelstein gesprochen? Ja, selbstverständlich. Das nächste, was ich vorhabe, ist, dass ich unsere, die bisher gemischt waren, unsere Regimente, dass ich sie miteinander kombiniere. Also die Hälfte da, die Hälfte da. Das heißt, dass man dann eben auch neben meinen Rausrotzern und die Pioniere, also die Maulwürfe, eben mal oberhalb stationiert und dass wir uns eben gut durcheinander mischen. Na dann. Scheint es ja, als hättet ihr alles gut unter Kontrolle. Ja, selbstverständlich. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Meine Mutter hat mich auch früher schon immer gelobt. Dann hoffen wir, dass es weiter so läuft. Und Nebelklang? Sie sagt, ich bin sehr gewissenhaft, ja. Wie alt seid ihr mittlerweile? Nun, ich bin 35 mittlerweile. Und wie lange seid ihr schon bei eurer Mutter raus? Nun, ich bin zur Marine eingetreten mit 18 Jahren. 18 Jahre. Davor habe ich bei meinen Eltern. Ja, das ist richtig. Ich habe eine gute Ausbildung erlebt. Ich war bei den Fähnrichen. Aber da wollt ihr mir wirklich sagen, dass ihr die letzten 15 Jahre damit verbracht habt, immer wieder die Weisheiten eurer Mutter zu rezitieren? Nun, sie war eine sehr intelligente Frau. Macht das vielleicht nicht mehr auf den Offiziersmessen? Das werde ich so ins Protokoll schreiben. Ja, das muss nicht sein. Einfach. Nicht mehr. Ihr müsst mich öfter einladen. Ich bekomme das ja kaum mit. Ich muss immer. Solche Sitten gab es früher nicht. Als ich noch bei Alricio von Falkengrund dabei war, da war das alles anders. Dann musst du wohl besser die Augen auf dem Schiff offen halten. Wenn eine Offiziersmesse stattfindet, dann siehst du es den beiden Dukaten-Gardisten, die hinter mir stehen, an. Ja, wie gesagt, deswegen stehe ich jetzt die ganze Zeit hier. Aber ich freue mich schon auf die nächste Sitzung. Bis morgen früh dann. Ja, wunderbar. Und sag mir nächstes Mal Bescheid, wenn die nächsten Trockenüben stattfinden. Ich will dein Auge rüber haben. Ja, selbstverständlich. Wenn ihr die Zeit aufbringen könnt und den Rest der Verwaltung des Schiffes dann schleifen lasst, ist das völlig in Ordnung, wenn ihr dabei zugucken wollt, wie ich die Trockenübung mache. Gut, wegtreten. Ja, ihr könnt auch selbst wieder wegtreten. Ich stehe hier. Ja, ich bleibe stehen, tappel noch einmal ungeduldig mit dem Fuß. Ja, und dann so eine merkwürdige Stille, die da eintritt, bis er dann langsam in Zeitlupe geht und dir noch so ein bisschen dabei hinterher guckt mit seinem Kopf. Und dann geht er schnell die Treppe runter und verschwindet irgendwie im Schatten. Ja, dann ich warte, bis er weg ist und dann gehe ich selbst. Ja. Bei meinem Prinzip. Ja, richtig. Okay, die Zeit vergeht. Ihr könnt schlafen gehen. Und sie regenerieren nochmal, ja? Nein, tut ihr nicht. Sondern? Diamantes. Du bist eingeschlafen und irgendwann bemerkst du, wie Licht in deine Kajüte reinfällt und du kannst sehen, wie vor dir ein von den kleinen Seejungen steht. Was? Ich greife schon unter meinem Kissen, wo sich meine Balestrina befindet, bis ich 2-3 Mal blinze und den kleinen Jungen erkenne. Bitte nicht umbringen. Lernt man euch nicht zu klopfen? Ne, Entschuldigung, ich wollte euch fragen, der Gefangene hat Durst unten. Und ja, Hunger. Und das hat er dir gesagt oder die Dukatengarde? Er möchte was essen. Deswegen weckst du mich mitten in der Nacht. Ja, ich wusste nicht, ob er was essen darf. Er sitzt da einen Tag lang unten. Aber Was die auch immer unten in der Kombüse überhalten. Vielleicht ein bisschen schimmeliges Brot oder. Mach ihm was. Bring ihm was. Oh. Schimmeliges Brot soll ich ihm bringen? Irgendwas, was wir den anderen Matrosen nicht mehr geben wollten. Frag Selchion, er wird dir schon was rausgeben. Und weck mich nie wieder, weil irgendwer auf dem Schiff Hunger hat. Ja, soll ich euch einen Kaffee bringen oder so etwas? Was? Nein, ich will. Wie spät ist es denn? Mitten in der Nacht, mein Herr. Ich glaube, 1. Oh nein, ich will keinen Kaffee haben. Ich will weiter schlafen. Soll ich euch einen Tee bringen? Raus hier! Ja, okay. Er bleibt einfach stehen. Du guckst ihn dir an, er ist irgendwie so 10, 11 Jahre. Du weißt nicht ganz genau, wie alt die Leute sind. Er ist groß wie so eine Bohnenstange.
bisschen hager und er sieht auch ein bisschen gebeugt aus. Wisst ihr, es ist ja manchmal ein bisschen wie im Traum hier. Manchmal verschwinden die Leute einfach. Ja, sie gehen durch die Tür und niemand kann sich an sie erinnern. Diamantis hat die Augen schon wieder zugemacht, sich wieder hingelegt, öffnet sie dann wieder, als er die Stimme des Jungen hört und er steht direkt vor deinem Bett. Steht direkt vor deinem Bett. Junge! Ja, dann steht Diamantis jetzt auf, raffelt sich schnell auf seinen Füßen und bäumt sich einmal, wie um ihn einzuschüchtern, vor den Jungen auf. So. Wisst ihr, manchmal habe ich diesen Traum, dass ich meinen Daumen nicht bewegen kann. Er ist nicht mehr da, aber ich kann ihn sehen. Wisst ihr, was ich meine? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Wir finden jetzt jemand anderen, dem du auf die Nerven gehen kannst. Und ich will ihm am Nacken packen und aus meiner Kajüte rausschleifen. Ja, du packst zu und schiebst ihn mit aller Gewalt nach draußen. Ist irgendwie Licht und Fuß und der Gang ist schwarz. Weiß nicht genau, wo das ganze Licht herkommt. Was? Ja, ich schaue mich erstmal verwundert im schwarzen Raum um. Und ich bin schon seit 50 Jahren auf diesem Schiff. Seitdem sich mein Großvater nicht mehr um mich kümmern kann. Aber Sulman hat gesagt, ihr wart schon mal hier. Wisst ihr, er spricht zu mir, aber ich kann nicht zu ihm sprechen. Und ich kann ihn nicht sehen, aber er kann mich sehen, obwohl er blind ist. Junge, was treibst du hier für ein Spiel? Was ist hier mit dem Licht los? Und 50 Jahre, du siehst geradeaus wie 12 Götterläufe. Halte mich nicht für einen Narren. Der Gefangene unten hat Hunger und Durst. Soll ich ihm was bringen? Ja, jetzt scheint in Diamantis langsam eine kleine Angst hochzukochen, denn er versteht nicht genau, was hier passiert. Du blickst dich um in dein Zimmer und auf dem Teppich liegt nicht wie sonst. Dein Sklave ist auch nicht da, du bist komplett alleine, nur mit diesem merkwürdigen Jungen. Ja, ich schiebe mich. Wenn ihr wollt, ich habe ein Tablett mit einem Teeservice dabei. Eine Milch habe ich dabei, aber leider kein Zucker. Sehen, wie ein bisschen Blut aus seiner Nase rausläuft. Mach Platz da, Junge. Lass mich vorbei. Und ich versuche mich auch durch die Tür zu drängen. Absolute Schwärze. Du tastest dich so ein bisschen an der Holzwand entlang und versuchst dann irgendwie entweder in Abelmis Kajüte oder nach draußen zu stolpern, aber da ist nichts. Also, da ist nur deine eigene Kajüte. Nur Holz. Und wenn du dich davon weiter entfernst, alles ist schwarz. Es ist nicht mal Holz unter dir, es ist einfach nur noch schwarz. Das Einzige, was irgendwie ein bisschen diffus beleuchtet ist, von keiner Lichtquelle, von einem bleichen, fahlen Licht, ist deine eigene Kajüte, wo du den Jungen im Türspalt erkennen kannst, wie er gebeugt irgendwie steht und auf dich wartet. Er war schon mal hier. Was wird hier für ein Spiel gespielt? Ich war noch nie hier. Ich bin zum ersten Mal hier. Und wo sind alle anderen hin? Nein, ich meine nicht euch. Ich meine ihn. Er zeigt hinter dich. Eine Gänsehaut, etwas Kaltes geht mir gerade den Runden hinunter und... Er war schon mal hier. Und er will zurückkommen. Er wird zurückkommen. Und dann wird er euch holen. Er wird euch holen für das, was ihr ihm angetan habt. Rafim, auch du schläfst. Eine perfekte Welt. Ihr habt sie besiegt. Sie alle. Ein nach dem anderen. Die Heptarchen. Ihnen die Splitter abgenommen, sie vernichtet. Eine schöne Welt. Alles blüht. Ewiger Sommer. Inmitten üppiger und urtümlichen Landschaften. Ah, selbst die Dämonenbrache wurde irgendwie wieder gesäubert. Gareth erstreckt sich vor dir, sie ist gewaltig groß. Eine uralte Stadt. Und mit einem kleinen Pferdchen neben dir kannst du es führen, gehst auf die Stadt zu.
Naja, Poseidon. Was machen wir denn jetzt in dieser Welt, wo alles so friedlich ist, wo sie alle tot sind, alle gefallen? Und wir sind noch hier. Ob es hier noch einen Platz für uns gibt? Ja, du kannst sehen, wie die Bauern dir zunicken, freundlich, heben allesamt ihre Hüte, wenn sie dann welche haben, und ein paar Hinder, die dir unterwegs entgegenkommen. Du kannst das Baugerüst hören, wie es da nach oben gezogen wird. Irgendwelche Schmiede. Kommst über die Reichsstraße. Da kannst du sehen, die großen Elfenbäume. Das muss das Elfenviertel sein auf der rechten Seite. Auch die Elfen kommen an die Straße heran, nicken dir zu, freundlich. Nicken. Ban Baladin, mein Freund. Gehst weiter und trittst auf die Stadt zu. Ja, die Stimmung hier, auch wie anders sie geworden ist. Nach all den Siegen hier spürst du die Freude. Oh, ob das meine Welt wird. Ja, du siehst, wie vorne an dem Tor stehen Wachen, aber sie haben keine Lanzen, sie haben einfach nichts. Keine Hellebarden. Sie ziehen einfach das Tor hoch und winken dich rein. Auch gar keine Strauchdiebe mehr in der Stadt, das ist ja seltsam. Dabei ist das hier doch eigentlich ein gefährliches Viertel. Ja, wenn du reinkommst, kannst du sehen, irgendwo auf deiner rechten Seite die ehemalige Kaserne der Ratten. Du siehst wieder große Wimpel und Banner von der Zarkirche. Alles ist bunt geschmückt und mit Kreide angemalt und dir winken Leute zu. Jeder kennt dich. Kein einziger trägt deine Waffe,